Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir den Gigantengarten abgeschlossen und heute haben wir die Nachtexpedition zu diesem Gebiet vor. Aber bevor wir die Nachtexpedition antreten, wollten wir noch die Katalogeinträge vom letzten Mal durchlesen, weil wir haben verdammt viele Einträge zum Lesen, aber wir haben ja auch die Nachtexpedition vor uns. Also gleicht sich das irgendwo aus, weil die Nachtexpeditionen, die gehen ja nicht besonders lang. Auf jeden Fall, wenn ihr die überspringen wollt, ist hier eben kurz ein Zeitstempel, weil das sind wirklich viele Einträge. Drei Kataloge und zwei davon richtig lang. Also ja. Wir sehen uns dann jetzt bei den Einträgen wieder. Dann fangen wir doch zuallererst mit dem Naschkatzenkatalog an. Der Satcharos Spazierstock. Was für ein süßer Spazierstock. Und das meine ich ganz wörtlich, denn er besteht vollständig aus Zucker. Diese ungewöhnlichen Kombinationen macht ihn zum perfekten Begleiter. Der Spazierstock sorgt dafür immer für sicheren Halt. Und wenn man durch die Anstrengung erschöpft ist, hat man gleich einen kleinen Snack bei der Hand. Eine äußerst praktische Erfindung, das muss ich schon sagen. Das sind aber auch Zuckerbomben. Für Diabetiker wären das wirklich geile Gehstöcke. Ein gigantischer Spazierstock aus Zucker mit einer Schleife? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er für das Kind eines Riesen gedacht war. Es wäre auch ein toller Souvenir für meine Kinder. Doch vielleicht lieber eine Nummer kleiner. Die hätten da lange dran zu knabbern. Rasante Cremequelle. Ein Wort der Warnung. Einem bisschen in dieses Teigfloß folgt oft ein Sturzbach aus Sahnecreme. Die einzige Option ist, diese so rasch wie möglich zu verspeisen. Wenn man nicht schnell genug ist, sollte man flugs nach einem Rettungsring greifen. Jetzt kriege ich Hunger. Dieser Schatz soll an einem hellen, weitläufigen Ort entdeckt worden sein. Ganz anders als die meisten Höhlen, die ich sah. Zudem war er auch noch auf einem Silbertablett angerichtet. Was wohl dahinter steckt? Werden hier Gäste so begrüßt? Und sind wir diese Gäste? Unauffällige Köstlichkeit. Dieser Schatz wurde für den kultivierten Gaumen gemacht. Zuerst wird dafür eine süß-salzige Soße über eine weißliche Pasta ausgebracht. Diese wird dann frittiert und mit einem grünen Blatt Esspapier belegt. Klingt furchtbar, schmeckt aber großartig. Süß, aber nicht zu süß. Salzig, aber nicht zu sehr. Ein Imbiss passend für einen kultivierten Gaumen. Wie gemacht für jemanden, dessen Geschmack über lange Jahre hinweg immer weiter verfeinert wurde. Knabberkekskreis. Unter großen Mühen hat jemand zuerst diesen Keks in eine perfekt runde Form geknabbert und dann einen weiteren perfekten Kreis aus der Mitte herausgebissen. Das ist meisterliche Kekskunst auf höchstem Niveau. Ich bin zutiefst beeindruckt. Genau, so werden Donuts gemacht. Beziehungsweise Kekse in solch einer Form. Sie werden ausgeknabbert und nicht ausgepresst hier mit diesen Backformen. Bei diesem Keks scheint die Mitte zu fehlen. Das erinnert mich daran, dass mein Sohn und ich gern vom Essen stibitzen, bevor es serviert wird. Kein gutes Benehmen, aber meine Frau kocht nun mal so gut. Sie betrachtet es auch eher als Kompliment. Ja, würde ich auch als Kompliment sehen, wenn man mein Essen immer wegnaschen will, weil es zu gut ist. Familienkeks. Dieser Keks ist zweifarbig, um einen in Familien- und Geschäftssachen Glück zu bringen. Hier soll es sogar eine Tradition geben, ihn gemeinsam zu verspeisen. Daher heißt es auch, wer gemeinsam ein Keks ist, wird auch gemeinsam reich werden. Das erinnert mich an Spieleabende mit der Familie. Die wären sicher noch lustiger, wenn man die Spiele danach aufessen könnte. Aber es geht auf in die Dauer ins Geld. Ich war neugierig, ob dieses Ding überhaupt schmeckt. Es nahm ich ein bisschen. Nicht übel. Verschwinde, Keks. Kekse verschwinden nicht von selbst. Es muss eine Ursache geben, um sie zu ergründen. Habe ich einige Kekse ausgelegt und warte nun ab, was passiert. Sie sehen zwar äußerst lecker aus, doch ich muss stark bleiben, sonst ist das Experiment ein Fehlschlag. Ja, warum verschwinden sie wohl so schnell? Kann ein Keks zu lecker sein? Bei diesem hier könnte das zutreffen. Er ist so extrem schmackhaft, dass er fast so schnell verschwindet, wie er auftaucht. Wohin er geht, das weiß niemand. Doch wer ihn kosten müsste, sollte sich beeilen. Ja, wenn ich einen Keks sehe, ist er auch schnell weg. Romantikkeks.
Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Dieser Keks erinnert mich an dieses Spiel, mit dem ich früher ergründen wollte, ob mich jemand besonders mag. Das Spiel funktioniert auch mit diesem Gebäck. Und wenn das Ergebnis enttäuscht, war er zumindest lecker. Ja, immer positiv bleiben. Als wir ein Paar wurden, hat meine Frau zum Spaß einen Test ausgefüllt. Um zu sehen, wie gut wir zusammenpassen. Ich glaube, da sollte umzusehen stehen. Das Ergebnis lautete, dass wir immer glücklich zusammen sein würden. Ich glaube zwar nicht an solche Tests, aber dieser war äußerst akkurat. Herzhafter Container. In meinem Job gehört es dazu, gelegentlich in schwierige, ja lebensbedrohliche Situationen zu geraten. Aber irgendwas an diesem Objekt stimmt mich zuversichtlich, jede Gefahr überstehen zu können, als hätte ich ein Zusatzleben. Die Herzcontainer-Anspielung von Zelda, ne? Ich find's gut. Die Form dieses Schatzes steht für zwei der wichtigsten Dinge im Universum, Liebe und das Leben. Wenn man diesen Keks jemandem persönlich überreicht, den man liebt, wird er dieser Person sich ermunden und vielleicht auch mehr bewirken. Seismische Süßspeise haben will. Dieser Schatz kommt bei der kleinsten Bewegung ins Schwanken. Doch trotz dieser seismischen Aktivität kollabiert er niemals vollständig. Faszinierender als sein Schwabbeln ist nur noch sein Geschmack. Er lässt einem vor Freude selbst erzittern. Alter, mir läuft das Wasser langsam in den Mund zusammen. Ich krieg Hunger. Kinder lieben Glibber. Ich weiß, dass meine Kinder über einen Galerturm wie diesen außer sich vor Begeisterung wären. Ich halte mich für nicht sehr kindisch, doch auch in ich kämpfe gegen den Drang, dieses wabbelnde Konstrukt erklimmen zu wollen. Ich will es einfach nur verspeisen. Bärenschiff. Bei unserer Hochzeit erhielten wir einen Kuchen in Form eines Raumschiffs. Diesem hier ganz ähnlich. Groß war er nicht, doch da ich davon träumte, den Weltraum zu erkunden, gefiel er mir sehr. Mittlerweile bin ich weit gereist und immer noch glücklich verheiratet. Das Design dieses Raumschiffs soll wohl an einen Kuchen mit Beeren erinnern. Vielleicht ein Modell für Pärchen auf Hochzeitsreise? Hoffentlich nascht keiner von den Leckereien, sonst kommt das Schiff noch ins Trudeln. Pfefferminzschiff. Welch erfrischendes Aroma und so hübsch dekoriert. Und die Farbe dieses Raumschiffs bringt so viel frischen Wind in langweiligen Raumreisen, dass es unter jungen Leuten sehr beliebt sein muss. Nur nicht anknabbern, sonst wird es nichts aus der Rücksreise. Dieser Duft erinnert mich an lange Sommertage, an denen ich gelegentlich mit meinen Kindern ein Eis esse. Ihre Lieblingssorte duftet genauso, kühl und erfrischend. Zuerst mochte ich sie nicht besonders, doch mittlerweile ist sie auch mein Favorit. Das Schokoladenschiff. Der appetitliche Geruch dieses Raumschiffs zog mich an. Ich konnte nicht anders, als einen Bissen zu nehmen. Und es ist tatsächlich essbar. Ja, es schmeckt nach Schokolade. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, außer dass das Schiff köstlich ist. Meine Frau und ich sind schon lange zusammen, doch so perfekt wie dieses Fundstück war unsere Beziehung nie. Vielleicht liegt es daran, dass ich so oft fort bin, während sie daheim alles organisiert. Wir sollten uns einmal einen Abend für uns nehmen. Und natürlich noch das Gruppenbild. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. So, als nächstes die Serie Extravagantes Abendbrot. Angefangen mit komprimierter Sonnenschein. In diesem Gefäß wird der komprimierte, leckere Extrakt der Sonnenkernbeere aufbewahrt. So weit, so clever. Aber man stelle sich die Streitereien vor, wenn das Glas geöffnet wird. Vom schmackhaften Inhalt wird sicher jeder kosten wollen. Der Duft dieses Schatzes erinnert mich an das strahlende Lächeln meiner Frau. Doch Lächeln allein reicht nicht. Eine Beziehung braucht auch Geduld und Vertrauen. Wie bei mir und meiner Frau. Dann wird daraus sozusagen ein süßes Frühstück für die Seele. Luftige Versuchung. Und diese Versuchung kann ich persönlich nicht widerstehen. Ein höchst gefährliches Nahrungsmittel. Es mutet luftig an, ist aber doch sehr gehaltvoll. Kaut man noch an einem, greift man schon nach dem nächsten. Kann man der Versuchung überhaupt widerstehen? Würde ich es wollen? Hauchdünne, goldbraun gebackene Schichten aus einem Material, das auf der Zunge zergeht. Die Versuchung in Teigform. Man nimmt sich vor, nicht mehr zu essen, als man sollte. Doch nach dem ersten Bissen ist die Vernunft wie ausgeschaltet. Kissenkuchen. Dieser klumpige Kuchen kann auch als Kissen genutzt werden. Ich finde, das ist klug durchdacht. Schließlich sitzt man da auch sehr bequem. Und wenn man hungrig wird, muss man nicht weit laufen.
Hätte gedacht, dass Kissen so vielseitig sein können. Manchmal döse ich im Pilotensitz, aber auf einem Kissen wie diesem wäre es sicher um einiges bequemer. Seltsam nur, dass es essbar zu sein scheint. Sollte es etwa jemand essen, während man drauf sitzt? Das wäre dann wiederum nicht so schön. Und das Geschicklichkeitsrätsel. Dieses Objekt wirkt hypnotisierend. Es zu formen, muss enormes Geschick erfordern. Je mehr ich darüber nachdenke, umso hungriger werde ich. Zum Glück ist das Innere sowohl lecker als auch nahrhaft. Doch je mehr ich esse, umso mehr fasziniert mich die Form. Dieser Imbiss schickt nicht nur Hunger, sondern auch intellektuelle Neugier. Wie konnte diese verdrehte Form nur gelingen? Am besten ruft man ein paar kluge Freunde zusammen und diskutiert es bei einem Happen, um der Lösung näher zu kommen. Lecker. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Serie, nämlich den Serie Sammelleidenschaft hier. Und fangen mit dem Götterporträt an. Hier sehen wir eine alte Fischgottheit, die von Seeleuten verehrt wurde. Sie war sowohl für Grausamkeit als auch für Güte bekannt. So soll sie Seeleute durch Windstille auf die Probe gestellt haben, nur um sie dann durch einen Luftstoß aus ihrem Horn zu retten. Ich hatte einmal eine Fluglizenz erster Klasse mit ganz ähnlichem Logo, die nur erstklassigen Piloten verliehen wird und mit der man sich den ganzen Papierkram zur Lizenzerneuerung sparen kann. Ein echter Trumpf, aber nach der Bruchlandung werde ich jetzt wieder jedes Jahr eine Lizenz bei der Vergabestelle auf einem Planeten am Rand des Universums beantragen müssen. Wenn ich schon an die lange Schlange vor dem Schalter denke. Ja, das wäre ekelhaft. Dämonenporträt. Gibt es das Böse wirklich? Ich weiß es nicht, aber dieses Lächeln kenne ich. Es zielt auf das Gesicht des Präsidenten der Hokotate Frey. Wenn er mich Überstunden machen lässt, unbezahlt. Ja, vielleicht ist das der Beweis für die Existenz des Bösen. Das ist aber auch so ziemlich das Ekelhafteste, was Firmenchefs machen können, dich unbezahlt Überstunden machen lassen. Wie entsetzlich. Man sieht sich nur das dämonische Gesicht und die seltsame Kleidung an. Und dann dieses Lachen. Was plant dieses Wesen? Nichts Gutes, möchte ich meinen. Nichts so beunruhigend wie jemand, der einen anlacht. Und man weiß nicht warum. Ich muss an einen Container denken. Ein Container für pure Lebenskraft. Wenn man mehr dieser Kraft erhalten möchte, müsste man dann immer größere Hindernisse überwinden? Vorsicht ist angesagt. Mir scheint ein derartiges Streben sehr riskant. Manche mögen in diesem Schatz ein Symbol des Lebens sehen. Doch für mich repräsentiert er Mut. Beides steht natürlich in Verbindung. Auch Kraft und Weisheit spielen eine Rolle. Doch ohne den Mut zum ersten Schritt kann keine Reise beginnen. Wieder eine Zelda-Anspielung. Das Element der Kraft. Manche Leute setzen sich körperlich durch und andere mit ihrem Verstand. Letzteres gilt vor allem für meine Frau. Mir macht das nichts aus. Ich wünsche nur, ich wäre mehr wie sie. Dann könnte ich mich gelegentlich gegen den Präsidenten durchsetzen. Zweifellos sehen wir hier ein Symbol der Kraft. Das sagt mir meine Intuition als Wissenschaftler. In den richtigen und leider auch in den falschen. Enten ist ihre Macht immens. Er soll es wohl vorsichtig walten lassen. Wenn man sich diesem Objekt nähert, das Element der Weisheit. Dieses Symbol muss für Weisheit stehen. Man bemerke die Symmetrie. Elegant, doch nicht affektiert. Komplex, doch nicht pompös. Es erinnert an über ihre Bücher gebeugte Gelehrte und in Gedanken versunkene Wissenschaftler. Weisheit ist nicht immer etwas Gutes. Sicher, es kommen einem viele kluge Gedanken. Doch man könnte sich auch in ihnen verstricken. Bin ich etwa neidisch auf alle, die instinktiv und ohne großes Nachdenken handeln? Nein, obwohl, vielleicht, Das Element der Liebe. Meine Reisen und Beobachtung verschiedenster Lebensformen haben mich gelehrt, dass Liebe viele Formen annehmen kann. Manche Kreaturen fressen ihre Partner, um an Nährstoffe für ihre Nachkommen zu gelangen. Doch das ist ein Extrembeispiel. Zu viele einzelne Symbole, mein Herzschlag beschleunigt sich und ich verspüre eine Wärme wie von, ja, Liebe. Die Art Liebe, die sagt, liebe dich selbst, liebe deine Freunde, deine Feinde und alles, was existiert. Nicht einfach, doch ich werde es versuchen. Liebe für Feinde empfinden, ja, also, das ist ja wohl der größte Schwachsinn. Element des Reichtums. Ich habe nur finstere Gedanken, wenn ich dieses Symbol sehe, denn es geraubte Edelsteine. Vielleicht wurde der Täter überführt und nun legen sie alle ins Beweisstücke aus. Feinsäuberlich geordnet. Ein Verbrechen fand statt. Da besteht für mich kein Zweifel.
Ich liebe nichts mehr als meine Arbeit und meine Familie. Aber Geld spielt auch eine Rolle. Liebe ist schön und gut. Doch wenn man hungrig ist, kann man sie nicht auskosten. Und in diesem Universum würde man schnell hungrig werden, wenn man kein Geld hätte. Ja, das stimmt. Das Element der Konzentration. In meinem Beruf ist es wichtig, Checklisten konzentriert abzuarbeiten. Man neigt zur Nachlässigkeit. Weil viel zu tun ist. Doch gerade dann ist Aufmerksamkeit am wichtigsten. Und es geht nicht über das großartige Gefühl, einen Punkt auf der Liste abzuhaken. Aus irgendeinem Grund kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich diese Symbole ansehe. Vielleicht sollte ich ein Bild der Karte in meinem Labor aufhängen. Aber wenn ich sie ständig ansehen muss, wie soll ich dann noch meine Arbeit erledigen? Ein Dilemma. Und wir sind beim letzten Schatz angekommen. Goldklumpen. Was kann ich sagen, das nicht schon zuvor gesagt wurde? Gold ist einfach atemberaubend. Und wie es glitzert. Doch ein Goldklumpen dieser Größe findet man auch nicht jeden Tag. Hoffentlich überrascht uns dieser Planet noch mit vielen weiteren Wundern. Hat die gleiche Zusammensetzung wie das Gold auf meinem Planeten. Manche schwere Elemente, wie etwa Gold, sollen durch die seltene Kollision von Neutronensternen entstehen. Daher erwartet man nicht, dass so etwas einfach auf diesem Planeten herumliegt. Da liegen sie als Gruppe. So, damit haben wir die jetzigen Einsäge alle abgehakt. Wir haben noch ein paar vor uns auf jeden Fall. Können ja noch eben kurz gucken, was können wir uns denn am Bonus gönnen hier mit den 3 Punkten. Wir können ja Otschen nochmal aufwerten. Auch wenn die Aufwertungen, die wir jetzt momentan haben, absolut nichts bringen. Holen wir uns den Auftrag. So, jetzt können wir nur noch das Heilen verbessern. Okay, dann haben wir jetzt nur die Nachtexpedition vor uns, ne? Um den beiden da zu helfen. Im Garten der Giganten. Wir gehen dann zuerst zur Holzbarrikade. Spürt ihr auch diese knisternde Gefahr? So, Auftrag. Du beschütze mal das. Obwohl, solange noch kein Angriff da ist, musst du noch nichts beschützen. Können die eigentlich auch diese Eichen tragen? Nö. Otschen, beschützt mal das blaue Ding. Okay. Angriff! Angriff! Otschen schafft das eine Ding schon solo. Solange mache ich ihn hier fertig. Schön, komm zu mir. Mann, jetzt eben kurz die beiden da mal eben weg.
So, schnell zum Blauen. Angriff. Angriff. Schön, komm hier. Und triff. War glaube ich schon der letzte, oder? Ja. Das war recht einfach. Diese Kreaturen zu besiegen, ist eine ganz ordentliche Leistung, gut gemacht. So, zweimal Leuchtsaft. Oh, ich bin nicht der Einzige, der schon auf ist. Wie steht es denn so? Captain Olimar, wieso schlafen Sie denn zu dieser frühen Stunde nicht? Ich weiß auch nicht, ich weiß, war einfach wach. Nachtexpeditionen interessieren mich sehr. Darf ich zusehen? Oh, das tut mir leid. Die heutige Expedition geht gerade zu Ende. Oh, dann bin ich wohl zu einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Naja, vielleicht habe ich das nächste Mal mehr Glück. Sie dürfen bei der Gelegenheit gern zusehen, wann immer Sie möchten. Ich bin mal gespannt, welche zwei Personen wir da gerettet haben. Gut. Zeit für die Heilung. Lapi. Kuchio ist der Heimatplanet. Eine bildungsreisende Touristin. Ein Tourist. Dieser Maler schloss sich der Reisegruppe an, um neue Inspiration zu finden. Leider vergaß er seine Malutensilien. Und Forschungsmitglied Ren, Heimatplanet Enohi, gewann eine Kosche und wurde eingeladen, das Forschungsteam zu begleiten, um neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Ja, Arbeit ist noch nicht zu Ende. Ja, dann direkt wieder zur Nachtexpedition und in den anderen Bereich. Garten der Giganten. Wieder einer oder zwei? Es gibt nur den blauen. Das sollte relativ einfach zu verteidigen sein. Otschin, du wachst. Wir ziehen los. Oh nee, so ein Langbein. Okay, Otschin. Mit denen kommt Otschin auch locker alleine klar. Mit das, da kommt er nicht alleine klar. Habe ihm das Leben mal ein bisschen leichter gemacht. Ja genau, klebt am besten direkt da oben dran.
Angriff. Mach den endlich weg. Ich werfe mal ein paar Leuchtsamen sicherheitshalber. Ich spüre ein Diabolenvolumen. Warte, warte, das war der letzte? Wir sind hier schon fertig? Ich dachte, da kommt noch was. Das war zu einfach. Als ob der das Langbein einfach nur der Gegner war. Im Ernst, da fand ich die erste Nacht der Expedition zu dem Gebiet ja wesentlich schwerer als die zweite. Absolut lächerlich. Und ich werf dagegen Ende noch einen Leuchtsamen. Nach der Expedition spinnen, schön, dass du wieder da bist. Jetzt kann ich die Medizin herstellen. Ach so, der Text mal wieder. Ja, haben dann zumindest eine Medizin auf Vorrat, ne? Wohin geht's denn beim nächsten Mal? Ist wahrscheinlich dann auch das letzte Gebiet. Außer es gibt noch mal so ein Endboss-Gebiet. Nee, da, es gibt definitiv noch ein weiteres Gebiet, weil es sind 10 Leute, die für uns fehlen und 8 können wir dort retten. Das heißt, es kommt noch ein weiteres Gebiet und das wird wahrscheinlich dann ein Endgebiet sein. Wo dann nur so 2 Leute rumliegen. Also beim nächsten Mal geht es dann ins Urwalddickicht. Wir haben hier noch ein paar Leute gerettet, beziehungsweise wieder zu Menschen gemacht. Mit denen können wir ja reden. Außerdem, Digo hat ja auch noch was für uns. Du hast ja schon alles im Griff, ja? Da musst du schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. Danke. Tja, du bist wohl dann wohl noch nicht ganz grün. Fertig, Grünschnabel. Also halt dich ran und bring die Arbeit zu Ende. Und lern mal Sprache. So, hier ist Lapi. Mein Name ist Lapi und ich stelle mit Begeisterung fest, dass ich in mir wieder die Lust zum Malen verspüre. Hier gibt es ziemlich viele Leute und diese Tatsache wiederum verhilft mir zur Inspiration für neue Kunstwerke. Ich vergesse auch meine Malutensilien und angefangene Bilder mitzunehmen. Doch meine Ideen befinden sich in meinem Kopf. Ich kann sie jederzeit erneut auf Leinwand bannen. Okay, er hat nicht sonderlich viel zu erzählen. Dann hier noch ran. Oh, du bist es. Dir verdanke ich mein Leben. Dabei war ich schon an dem Punkt, an dem ich dachte, es ist alles aus. Ja, mein Name ist übrigens Rin. Ich habe mich als Koch Shells Forschungsteam angeschlossen. Ein Wissenschaftler bin ich natürlich nicht. Ich bin mir gerade um neue Geschmackrichtungen zu entdecken. Hier ist Horatio. Du bist derjenige, der mich gerettet hat, ja? Ich sollte dir irgendwie danken. Ja, ich werde dir ein Geschenk geben. Und zwar ein herzliches Dankeschön von mir. Da überfreut sich doch wohl jeder, oder? Mein Name ist... Nun, er ist nicht der Rede wert, ehrlich. Und wie ist dein Name? Shining. Was für ein schöner Name. Nun denn, Shining, von jetzt an sind wir beide Freunde. Abgemacht? Im Übrigen, doch, da müssen, wenn ich jetzt gerade nach da unten links sehe, ich offenbar haben die, nicht gezählt, die ich, geheilt hatte, bis ich die geheilt hatte, unter den Gestrandeten. Also, 8 sind im nächsten Gebiet und 8 fehlen, also doch, nächstes Gebiet, letztes Gebiet, definitiv. So, und Yorker hat noch was. Ich bin Yorker, ein Schatzjäger. Danke, dass du mich gerettet hast.
Wenn Doc mal gute Laune hat, erzählt er manchmal alte Geschichten aus seiner Zeit bei der Elite-Spionasen. Er hatte wohl einen Kumpel, den er nur den Entenfreak nennt. Manchmal kamen sie prima aus, manchmal gab es Streit. Ja gut, dann haben wir ja nicht mehr so viel vor uns. Ich will auch mal gucken, wie viel fehlt noch im Schatzkatalog. Einfach nur mal gucken, wie viele Dinge noch fehlen. 23, 24, 25 Objekte fehlen. Und es sind einige Serien, die noch fehlen, da oben drauf nochmal gerechnet. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Spätestens am Ende lese ich dann halt noch alle Serien durch, selbst wenn das Video dann ein bisschen lang wird. Ja gut, ne? Ich würde aber sagen, für den heutigen Part war es das denn jetzt. Beim nächsten Mal gehen wir halt ins Uferdickicht, dem letzten Gebiet. Wir kommen dem Ende der Story immer näher. Eventuell mache ich so, dass ihr einfach innerhalb dieser Woche die restlichen Folgen bekommt. Ich versuche vielleicht sogar noch den Koop-Part mit Sunny aufzunehmen. Vielleicht kriegt ihr den noch erst einige Wochen später. Beziehungsweise Koop versus Part trifft es eher, ne? Jedenfalls, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.